Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen brutalischen Folge der Callisto-Protokoll. Ich weiß, wo es letztens aufgehört hat. Das heißt, ich muss instant ausweichen. Dann ist hier jetzt K.O. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit. Ich kann ja nicht meine Waffen so richtig schnell wechseln, weil es ist ja schon wieder dieser Doppelkopf. Keine Ahnung. Falls ihr schon wieder meinen Stuhl knacken hört, tut es mir leid. Ich habe ja, glaube ich, sogar einmal gesagt, dass es noch ultra rostige Stühle sind. Ja, und das in der Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, dass Kavum, Mr. L und Aspect Mist geworden sind, sind die ja auch. Die haben ja Bilder ohne Erlaubnis von mir gemacht. Also jetzt keine Perversen oder so, alles gut. Ich meine, jetzt so auf Discord kann man ja hier seine Kamera anmachen. Und dann sieht man dich hauptsächlich. Und dann, wenn die drei machen immer gerne Fotos. Davon sogar, wenn ich auf TikTok live gegangen bin, immer haben die Fotos von mir geschossen. Falsche Waffe. Keine gute Waffe. Keine gute Waffe. Für den Dude. Tschüssi. Das ist keine gute Waffe für dich. Für den Dude. Ach du Scheiße. Der Dude. Okay. Aber. Ich hatte einfach instant keine Muni mehr. Das ging mir zu schnell. Ich kann auch direkt erstmal so fernkämpfen. Reingehen. Munition holen. Und dann gehe ich nochmal in den Kampf. Oh. Ich sag ja, fängt dir sehr gut an. Aber dieses Laden ist einfach nur an. Ich kann ja nicht R1 drücken oder so, ich darf ja. Erstmal weg hier. Okay. Nochmal das Explosivwasser hier. Gut. Komplett falsche Waffe. Was ist für den Dude? Ich will nur durchs Fenster. Ich
Halt! Mist! Verwenden! Danny, alles in Ordnung? Mich erwischt, aber ja. Mir geht's gut. Alright. Hier lang. Ich kenne... Ich meine, Sie kannten einen Weg an die Oberfläche. Hey, alles in Ordnung? Ich wusste nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist wie das Kopieren von Dateien. Die UJC zwang alle Minenarbeiter, eine frühe Version des Core zu tragen. Das. Komisch. Ich sehe sich zwei Personen gleichzeitig. Ich konnte sie wirklich verstehen. Weil ich sie war. Diese Dinger. Das waren die Minenarbeiter, die entkommen sind. Okay, rennen kann ich mal wieder nicht. Ich meine, ich habe mich ja schon überall, soweit ich weiß, umgeguckt. Wir haben ja auch schon den Bosskampf. Und hier werde ich safe runterstürzen, weil guckt euch das mal an. Robust sieht das nicht mehr aus. Komischerweise, Kopf ist nicht aufgeschlagen. Okay. Jetzt sind wir wieder unten. Fängt ja mal wieder toll an. Geht's dir gut? Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geh weiter, wir treffen uns dort. Ja. Gut. Den ist, glaube ich, sogar ein Händler, oder? Na gut. Die UJC steht dir zur Seite. Ja, ich zeig dir gleich, was noch zur Seite steht. Befehl nicht erkannt. Gegenstand auswählen. Ich merke schon, wie heftig die Waffen, also wie teuer die werden. Wahrscheinlich hätte ich noch Munition. UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Ganz hinten am Schussteil noch einen Griff hinzubauen ist keine gute Idee, aber juckt mich nicht. Ja, okay, ich habe noch genügend für Aktivierung der Druckfertigung. Ich denke mal, zweimal kann ich es machen. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Montage. Tatsächlich dreimal. Okay. Qualitätsprüfung bestätigt. Hab mich verrechnet. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Kann ja mal was sehen, dass man sich verrechnet, ne? Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Ich muss ja
Verdammt, Viecher sind hier wieder. Ja, verpiss dich. Ich hab keinen Bock mehr. Da ist hier noch einer. Oh Gott, was ist mit meinem. Alter, 63 Dollar habe ich. Alter. Ja, wir haben es geschafft. Guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich komme nicht zurück, Dani. Bevor ich weitergehe. Benötige ich alles zum Handeln? Nein, wir können weiter. Die hat nur eine Revolver. Ich komme gleich so mit Sturmgewehr, Schrotflinte. Muss ich mal hier Sturmgewehr kaufen. Zur Oberfläche. Warum sollten sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen da durch, um zum Gefängnis zu kommen. The fuck is that? Ich grüße Sie. Ich bin Dr. Caitlin Mahler. Und ich heiße Sie herzlich willkommen auf Arcus Station. Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer jahrzehntelangen Forschung mit Ihnen zu teilen. Wem erzählt sie das? Nicht uns. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Es begann mit einem Notruf, einer mysteriösen Seuche, die Callisto befiel. Das Symptombild war verblüffend und doch vertraut. Okay. Also ist das hier das Virus, oder wie? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Eine Art beschleunigter Evolution. Ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Ach du Scheiße, das Virus. Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet. Und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Testsubjekten. Deshalb wurde Black Iron gebaut. Es war alles eine Art Experiment. Das ist doch das Teil, wo wir drin waren, ne? So in den, keine Ahnung, in Part 9 oder so. Als wir in die Kanalisation, als wir den vor dem Roboter, als wir den ersten zerstört haben. Was zum Fick? Das heißt, sie wurden einfach nur experimentiert? Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Dem Ursprung von allem. Dem nächsten Schritt unseres Projekts. Gleich kommt Captain Ferris. Ja.
Eine fremde Lebensform. Freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kallistos durchdrangen. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven. Die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Auf Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Er wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde ins Labor nach Black Iron gebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. 5, 2, 1! Was ist denn mit dem passiert? Wir sind noch nicht fertig. Ich schon, aber schon mit dir. Was tut ihn aber nicht? Hat sich was verändert? Ja, und wie du siehst, verkloppen wir uns jetzt. Komm her! Aua! 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 Das mache ich schon alles dafür. Aua! 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 Verkloppe ich dich eben. Wartet kurz. Und so sterbe ich, also. Kann das jetzt mal enden? Du bist dran. Au. Stecken! Soll ich mich nicht! Aua! Egal, ob er dich gelebt haben will! Ich hab's. Danny? Danny! Oh, komm mal! Da bist du wohl zu spät! Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Alles gut. Geh weiter. Alter, habe ich überhaupt Leben noch? Na toll. fuck my life, tat das weh. Diese Plattform bringt uns an die Oberfläche.
Ah, können wir erstmal nach Leben suchen? Wäre sehr nett. Er hat mir gerade den Arsch versohlt. Okay. Geschafft! Danny! Danny! Hey! Oh, Scheiße. Okay, komm schon. Hoch mit dir. Alles wird gut. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Mist. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Na, nein, 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 das wird nicht passieren. Hey, wir kriegen das hin. Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wardens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. 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 Los jetzt. Hoch mit dir. Alles gut? Vorerst. Suizid gefährdet. Die wirst du brauchen. Okay. Wir sind fast da. Alles klar, das wird heute wieder eine XXL-Folge. Ich sag so, wie es ist. Wo sind wir? Finden wir es raus. Nicht auf Blick ein. Okay, hier hinten können wir nicht weiter. Wir haben uns gerade mit Captain Ferris gekloppt. Alter Schwede. Das statt wortwörtlich ich mehr wie als keine Ahnung. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Aktivierung der Druckfertigung. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Dankeschön. Drucken. Qualitätsprüfung bestätigt. Druck vor Verwendung überprüfen. Abgeschlossen. Und wir sind wieder zurück im Black Isle. Ja. Ist doch wirklich geil. Das ist auch zu 100%ig mein Wunsch, wieder hier drin zu sein. Das Gefängnis läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Hab's gleich. Das ist die Schuh. Alle hier drin sind infiziert. Wir müssen sofort verschwinden. Gute Idee. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Häfter, zurück in die Zellen. Nein! Was passiert hier? Ach.
Doch. Nein. Danny, kannst du mich hören? Danny? Oh, soll das ein Witz sein? Bin wieder ganz am Anfang. Ah, verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie! Marla! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Boden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie es. Ich mache Ihnen den Weg frei. Alles klar. Ach, wie nett. Und jetzt bin ich wieder One-Shot. Fantastisch. Aber Leute, das war's mit dem Video. Der Kalisto-Protokoll. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt. Klopp mit Captain Ferris. Tschüss.